Am Montag war ein 19-Jähriger gegen 17.15 Uhr mit seinem VW Passat von Mühlbach in Richtung Dietersbach unterwegs. Als er die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße 203 queren wollte, missachtete er ein Stoppschild. Dadurch kollidierte er mit einem aus Richtung Frankenberg fahrenden Mercedes-Pkw. Beide Fahrzeuge landeten im angrenzenden Feld. Der Mercedes überschlug sich und landete auf dem Dach. Bei dem Unfall wurden der 58-jährige Fahrer des Mercedes und sein Beifahrer verletzt, wobei der 54-jährige Beifahrer schwere Verletzungen erlitt. Auch der 19-jährige und seine Freundin wurden verletzt. Alle vier Personen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.